Evernote hat eine sehr leistungsfähige Suchfunktion. Meist weiß ich, in welchem Notizbuch ich eine Notiz erstellt habe, ist aber nicht unbedingt eine Bedingung. In diesem Fall suche ich jetzt mal nach einem Rezept. Und durch das, dass ich bereits mal ein Notizbuch ausgewählt habe, habe ich schon eine viel eingeschränktere Auswahl zur Verfügung. Und jetzt kann ich über die Suchfunktion, ich muss nicht mal fertig schreiben, zu filtern beginnen. Du siehst, es wird alles angezeigt, was Aubergine enthält. Ich kann aber auch auswählen, dass nur die Notizen innerhalb des Rezeptbuchs, des Notizbuchs Rezepte durchsucht werden. In diesem Fall kommt es auf eines raus. Du siehst aber auch, dass der Text überall farbig markiert wurde, sei es als Text oder wie in diesem Fall in einem PDF drin, das einfach als Anhang integriert wurde oder sogar in einem Foto. Hier habe ich beispielsweise ein Betty Bossi Buch fotografiert. Diese Suche kannst du natürlich beliebig erweitern, indem du einen weiteren Begriff dazu gibst oder indem du weitere Suchoptionen, zum Beispiel noch ein Schlagwort hinzufügst oder eine bestimmte Zeit, allenfalls auch einen bestimmten Ort, wo es erstellt wurde, wenn das erfasst wurde. Und so hast du doch sehr mächtige Funktionen, um gezielt auf eine Notiz wieder zugreifen zu können.